So, hallo, hallo, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar zu For Honor. Und zwar werde ich gleich einmal loslegen. Die Grundlagen kennt ihr eh. Ich werde einen Duellmodus für den Anfang spielen, jeden Charakter euch einmal vorstellen und dann mal gucken, was wir machen. Vielleicht machen wir auch einmal die Story wieder weiter und ja. Gucken wir mal, was wir für Befehle haben. Zwei verschiedene Helden, zwei in einem beliebigen Spielmodus. Nice. So, Duell. Wir sehen sich gleich, wenn ich ein Match halt gefunden habe. So, da sind wir wieder. Und wir spielen gegen einen Nobushi. Auf Ruhm 1. Ist ziemlich ausgeglichen. 11-11, 1-1. Mal schauen, wie wir sich halten. Wir spielen natürlich mit den Barbaren. Auch Stoßtruppeinheit von den Wikingern. Und ja. Wünscht Ungeeint. mir Glück. Von dem weiß ich auch die ganzen Kombos nicht mehr. Ui, das wird was. Hallo. Hey! Oh oh! Ha! Gut gekämpft kriegt er, weil es war sehr knapp. Runde 2. Ach, dieser Husten jedes Mal. Fangt ja schon mal gut an. Runde 3. Wow. Nein, nicht den Rücken zukehren. Yay. Gewonnen. Sehr schön. Konnte ich wenigstens euch ein bisschen bieten gerade. Eine Champion Plus Abo Gegenstand Dingens Kirchen. Gut, dann sehen wir sich beim nächsten Match. So, da sind wir wieder. Wieder gegen einen Ipo.
Nur diesmal hat er einen Kensei ausgepackt und der ist auf Rom 5. Oh mein Gott. Jetzt könnten wir abkacken. Runde 1. Wow. Yay. Zwei. Ja, aber es kann auch nur se nicht sein Tag sein, weil ich denke mal, dass er eigentlich von Room Level den Charakter perfekt übersetzen sollte. Sein na, Zonenangriff auch schneller als meiner. Wow, das war knapp. Hui. Hallo. Sind mir ein paar Fehler passiert jetzt. Aber ist noch nichts gelaufen. Runde 3. Runde 3. Ah, da ist mehr Platz zum Kämpfen. Jetzt mache ich eine andere Begrüßung. Nein, wir sehen an. Yay. Runde 4. Ui. Hier schon wieder. Ups, das wollte ich nicht machen. Ihn runterwerfen. Ich wollte ihn so besiegen. Das macht man normalerweise nicht in einem Duell oder so. Weil es ist einfach zu unfair. Ach ja. Sehr schön, Level 9. Bonuserfahrung ist auch genug. Dann hätte ich gesagt, wir machen noch eine Runde. Und ja, wir sehen sich gleich. So, da sind wir wieder gegen Ipro. Er wollte ein Rückspiel haben und ja, habe ich mal gedacht, das nehmen wir an. Er ist auf Ruhm 5, wie gesagt, wir sind auf Ruhm 1, aber wir haben jetzt wieder gegen ihn gewonnen. Mal schauen, wie es jetzt läuft.
immer darauf. Wo ist er? Da. Wow. Hallo. Nice. Aber jetzt war er nervös, weil sonst hätte er auch noch eine Exekution gemacht. Runde 2. Ah, der Platz ist schön zum Kämpfen in der Kirche. So. Sehr schön. 1-1. Das könnte und noch spannender werden. Ja, aber man hat es gesehen, er kann es auch. So, es ist jetzt noch nicht so, dass er es nicht können würde. Wir sind einfach nur jetzt gerade irgendwie gut in Form. Genau, gehen wir da weg von dem. Ah, das passt schon so. Nice! Jetzt hat der uns was gezeigt. Aber der Vorteil ist auch, der Papa hat gleich mehr Leben und der Kenzie hat, ich glaube, sogar um einen Balken sogar weniger Leben als wir. Also wir halten ein bisschen mehr aus. Warte, er hat 5 Balken, wir haben auch 5, wir haben nur ein ganz kleines Stück mehr Leben. Wow. Puh, der Schlag ist nicht sehr gefährlich. Der nimmt uns fast die Hälfte von Leben schon weg. Das hat er gewonnen. Verdient. Hallo. Das hat er verdient gewonnen. Erfahrungspunkte sind halt gering, wenn man verliert, aber
Das ist auch nicht so schlimm. Naja, ich hätte gesagt, das war's mit diesem Video. Jetzt habt ihr ja den Papa nochmal kennengelernt. Und falls ihr mich unterstützen wollt, lasst einen Daumen da oder ein Abo da. Und ich wünsche euch das Beste und ein herzliches Ciao.